Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie man Listen erstellt. Ich weiß, es ist ein bisschen spät. Aus anderen Tutorials, die ihr wahrscheinlich im Internet gefunden habt, wisst ihr, dass das relativ früh gemacht wird. Aber ich habe hier so ein bisschen so an das, was, ja, ich sag mal, meine Schüler dann auch nachgefragt haben, orientiert. Und deshalb kommen die Listen jetzt relativ spät. So, die erste Liste, die geordnete Liste, die machen wir mit zwei Tags. Und da müsst ihr aufpassen, dass es wirklich sind zwei Tags. Einmal OL. Und OL markiert den Anfang und den Ende der Liste. Und dann gibt es die einzelnen Listenelemente, werden durch eine LI und einen Schrägstrich LI begonnen und beendet. Und wenn ihr mehrere Sachen in eine Liste packen wollt, dann müsst ihr mehrere solche Listenpunkte auch erstellen. Ja, so. So. Und so kriegt man dann eine Liste auf den Bildschirm. Das Ganze sieht in HTML-Form dann so aus. So, hier habt ihr eine Liste, OL. Dann geordnet, die werden also nummeriert, automatisch nummeriert von HTML, da müsst ihr nichts weiter dazu tun. So, und dann habe ich einfach ein paar Dichter hier mal reingeschrieben und immer mit LI angefangen, das Listenelement, und mit Schrägstrich LI beendet. Und das Ganze sieht dann eben so aus, wie wir das hier haben. Also das Ganze wird dann von 1 bis 5 nummeriert auf den Bildschirm gebracht. Genau dasselbe mit einer ungeordneten Liste, wie zum Beispiel bei Rezepten oder bei Zutatenlisten. Das kann man hier so verwenden. Und da gibt es dann den Befehl UL, also nicht OL, das steht für Ordered List. Und UL steht für Unordered List, also ungeordnete Liste eigentlich. Und auch hier fügt man dann aber mit dem gleichen Befehl die einzelnen Listenelemente ein, mit dem Unterschied, dass eben vorher keine Nummerierung, sondern eben zum Beispiel solch ein ausgefüllter Kreis angezeigt wird. So. Also hier diese ausgefüllten Kreise, die kann man austauschen, genauso wie man die Liste mit einer anderen Nummerierung anfangen lassen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Und ja, also gibt eine Menge Gestaltungsmöglichkeiten, die zeige ich euch dann ab dem übernächsten Video. Jetzt geht es erstmal darum, dass ihr sozusagen die Tags kennenlernt. Gut, dann zeige ich euch nochmal, wie das in HTML aussieht. Also hier beginnt meine ungeordnete Liste, dort endet sie und dazwischen stehen die einzelnen Listenelemente, nämlich mein Grundrezept für einen Hefeteig. Gut, das war's für dieses Video. Beim nächsten Mal zeige ich euch noch die Definitionslisten. Die sind ein kleines bisschen komplizierter, aber nicht viel. Und dann zeige ich euch, wie ihr die gestalten könnt. Also dann gehen wir wieder ins CSS zurück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.